Dort, wo der Punkt ist, soll er zu suchen anfangen. Such. Dort ist der Touch-Punkt, da soll er einfach zu suchen anfangen. Sie sehen hier diese schwarze Schnur da drüben. Genau. Einfach eine Sprengschnur, kann nichts passieren, ist mir gesagt worden, ich weiß es auch nicht. Wenn der Hund dann eine Anzeige hat, ruft mir von Sprengschnur natürlich weg, Beikuss. Verhaltenskette kriegt dann bei mir aber die Bestätigung. Ich kann natürlich auch vorne bestätigen oder so weiter. Und dann spielen wir den Hund ganz, ganz wichtig normalerweise. Verkürzt sich jetzt? Bleib. Natürlich schwierig, der Hund hat da ist er sehr, sehr, sehr Belohnung bekommen, versuche ihm einfach darüber zu schicken. Such, such. Jetzt sich durch den anderen Hund nicht ablenken lassen, einfach suchen. Ob da jetzt einen Sprengstoff verwendet, dann muss er sehr punktgenau mit der Nase hin. Autos suchen wir natürlich sehr viele ab. Jetzt. Ja, nicht so gut. Das ist der größte Hilfe von euch, was ich mache. Beim Chef des Auto? Zweck! Komm her! Vom Suchverhalten macht das natürlich sehr gut. Er soll eine konzentrierte Suche haben, dass er sich nichts ablenken lassen. Und so funktioniert das. Er misst das halt sehr punktgenau. Ich habe da leider nur einen zweiten Sprengstoff mitgehabt, wo er sehr punktgenau hin muss, mit der Nase suchen.